Moin zusammen, da bin ich schon wieder. Da das gerade in ist, aber ich das auch sehr gut finde und andere FC-Fans oder FC-YouTube-Kollegen, ich grüße FIFA Plays, Fabi, moin, das auch schon getan haben. Zum Beispiel, sagen wir mal, drei oder bis zu fünf Spieler nennen, die positiv überraschen könnten zur neuen Saison, besonders unter Steffen Baumgart. Da wollte ich auch zu eine Kleinigkeit sagen oder euch gerne meine fünf Spieler äußern, wo ich denke, dass die ja wie Phönix aus der Asche nicht wieder auferstehen, sondern direkt durchstarten. Fangen wir mal hinten rechts an. Da sehe ich den Sponsel. Ich glaube, Mike heißt er mit Vorname. Ja, genau kann ich jetzt nicht sagen, was wirklich seine Stärken und Schwächen sind. Aber in den U-Mannschaften U17, U19 hat er sehr, sehr stark gespielt und kann dies auch. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn er sich jetzt im Trainingslager, wenn er mit darf oder jetzt im normalen Training sich anbietet, ruhig bleibt, Fehler passieren natürlich, aber wenn er die gerade im Training abstellen kann und er einen guten Eindruck abliefert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er besonders in den Testspielen oft spielen wird. Deswegen Herrn Sponsel, ansonsten Mike Sponsel, wenn er Mike heißt. Ich habe das gerade nicht im Kopf. Der nächste Kandidat ist bei mir Tim Lemperle. Der Bursche hat sich letzte Saison in der U21, ja, enorm entwickelt, enorm. Vom Flügelspieler zum Stürmer oder was? Er hat auch Tore geschossen, gute Tore geschossen. Er war eiskalt vom Tor. Deswegen erhoffe ich mir, dass er auf jeden Fall spielen wird und natürlich sich dann auch durchsetzen wird und seine Chancen nutzen wird. Und dann werden wir auch viel Freude mit ihm haben. Marvin Obus habe ich jetzt mal rausgelassen. Dem gegenüber wünsche ich das natürlich genauso wie Tim Lemperle. Aber ich habe mich jetzt auf fünf andere Spieler eingeschossen. Der nächste wäre halt Timo Hübers, unser neuer Innenverteidiger. Ich gehe davon aus, dass Zichos und Hübers spielen werden. Bornau streiche ich jetzt mal weg von der Liste, weil früher oder später wird er wahrscheinlich wohl doch wechseln. Und Hübers und Zichos, denke ich, werden unsere neue Innenverteidigung. Jannis Horn könnte halt als Backup für Zichos in der Innenverteidigung als Linksfuß agieren und ja, Meret, wenn er denn tatsächlich auch bleibt, wird wieder nur auf der Bank sitzen und ja, als Rechtsfuß oder Hübers denn ersetzen, falls der mal schwächelt oder dummerweise verletzt ausfällt, was wir aber nicht hoffen. Der nächste im Bunde ist unser neuer Sechser, Dejan Lubicic. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt, wo er in Rapid Wien gespielt hat. Das sieht alles schon sehr vielversprechend aus. Aber gut, Bundesliga ist natürlich nochmal was anderes als jetzt die Liga in Österreich, ne? Aber von dem werde ich auch sehr viel halten. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, das wird kein zweiter Birger Vestrate, der sich gut anfühlt, ansieht vom Gedanken her, aber dann auf dem Platz steht und irgendwie, ja, Fremdkörper. Also da hoffe ich, dass wir da einen besseren Griff gelandet haben. Ja, und der letzte im Bunde ist halt Salih Özcan. Sehe ich genauso wie FIFA Plays, Fabi. Weil ich denke, dadurch, dass er jetzt auch Olympia sausen lässt und beim FC bleibt und somit die komplette Vorbereitung spielen kann, wenn er dann hoffentlich gesund und fit bleibt, dann wird er wahrscheinlich auch in der ersten Mannschaft spielen. Auf welcher Position auch immer. Oder zumindest nah dran sein an der ersten Elf. Weil wäre er jetzt mit nach Olympia gefahren, kommendes Wochenende, dann hätte er die Vorbereitung wieder verpasst und wäre halt hinten dran. Und deswegen ist das jetzt seine letzte, aber auch allerbeste Chance, sich endlich festzuspielen. Aber da muss er auch die Leistung bringen. Am besten so, wie er das halt in der U21 bei Stefan Kunz zuletzt abgeliefert hat. Sei es jetzt gegen die Niederlanden oder auch im Finale natürlich, ne? Ja, gut, das wäre es dann erstmal von mir. Schreibt mir doch gerne mal eure fünf Spieler in die Kommentare, wo ihr denkt, dass die positiv überraschen werden. Meinetwegen auch gerne fünf Spieler, wo ihr sagt, gut, aber es wird ja keiner schlecht spielen bei uns. Also wir sind der erste FC Köln. Wir spielen jede Mannschaft an die Wand und feiern jedes Wochenende. Ist ja ganz klar. Also da spielt keiner schlecht. Und wenn einer schlecht spielt, dann hat er noch so gut gespielt, dass er Kickernote 2 kriegt. Also worüber reden wir, ne? Gut.
Das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis die Tage, ne? Ich melde mich dann wieder, wenn es was Neues gibt. Macht's gut. Tschüss.